Ich möchte hier nun den Fall von zwei Linienladungen besprechen. Also im Prinzip sieht das so aus, dass wir hier eine Linienladung haben, die nennen wir mal Lambda, und dann haben wir ein bisschen weiter noch eine Linienladung, der geben wir mal die Ladungsdichte minus Lambda. Wieso ist das cool? Das ist im Prinzip ein Modell für Zweidrahtleitung. Also genau die Situation, die man häufig findet, wenn man beispielsweise an einen ganz normalen Draht an der Steckdose denkt. Oder wenn man an eine Hochspannungsleitung, naja, Hochspannung ist dann eigentlich 3, aber an eine Leitungszuführung, eine in der Energieversorgung denkt. Oder wenn man an den Fahrdraht und darunter liegend die Schiene der Straßenbahn denkt. Das ist alles nicht genau so, aber halt so ähnlich. Nun, wie sieht das Feld aus? Das finden wir relativ schnell, wenn wir uns wieder diese Elektrostatik-Applet hier besorgen, und dann nehmen wir nicht hier die Single Charge, sondern wir nehmen die Dipole Charge. Ich kann die jetzt noch ein bisschen auseinanderziehen. Ich habe hier die Maus hier auf Move Object stehen. So, dann sieht man das noch ein bisschen besser. So, ein bisschen auseinandergezogen. Den hier jetzt auch noch. So, und dann sieht man natürlich ganz klar das Verhalten. So, hier jetzt nochmal rüber kopiert, sodass wir schon mal wissen, wie es in etwa aussehen wird. Klar, um 90 Grad gedreht. Okay, so, am besten zunächst mal ein Koordinatensystem hier rein basteln. Das sei mal Y, das sei X, X, Y. Viel mehr brauchen wir jetzt nicht. Wir können hier noch so einen willkürlichen Vektor R oder so als Vektor R durch die Gegend schicken. Nur damit wir vielleicht allgemein hier irgendetwas bestimmen können. So, und dann wissen wir das Feld einer Linienladung. Das haben wir schon ausgerechnet. Das ist ER, also radial weggehend, Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal R. Und das Potential dazu schreibe ich gleich mal daneben. Das ist Phi 1, 2 gleich Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal Logarithmus Naturalis R2 zu R1, wobei das jetzt zwei unterschiedliche Abstände von einer Linienladung sind. Hier könnte man noch dazu schreiben, das ist natürlich eine Linienladung im Ursprung. So, jetzt haben wir es aber mit zwei zu tun, und die eine ist auch noch negativ dazu. Nun, was wir machen können, eine Linienladung woanders hinlegen, also an eine andere Stelle vom Ursprung weg, so wie das hier passiert ist, hier bei x gleich d. Schauen wir uns das mal an. Wir bleiben immer noch bei einer Linienladung, betrachten jetzt mal nur die zweite. Fällt einer, immer noch einer. Also müssen wir eigentlich nur den Vektor vektoriell auch verschieben. Wir können hier sagen, er ist das jetzt, naja, das passt nicht so ganz, weil es nicht vektoriell ist. Von x gleich d aus müsste man dazu schreiben, ist gleich Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal 1 durch, ja, jetzt müssen wir das R irgendwie auflösen, Wurzel x minus d Quadrat plus y Quadrat. Wir haben das Ganze jetzt also einfach nur verschoben. Das ist eigentlich relativ unschön, weil wir hier nicht sauber vektoriell arbeiten. Ich will das einmal kurz machen. Das muss man nicht unbedingt vollkommen durchgestochen tun. Aber es hilft beim Verständnis, meine ich zumindest. Also wir könnten jetzt hier auch angeben, dass unser E komplett vektoriell, das ist gleich Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal x minus d, das ist die x-Koordinate 0, y 0 durch, und jetzt müssen wir den Abstand von x gleich d hier unten reinschreiben, Wurzel x minus d zum Quadrat plus y Quadrat. So, das wäre eigentlich schon alles. Wir haben also jetzt die x-Koordinate einfach nur verschoben hier, und ich habe noch eins vergessen. Ich habe hier oben ja den Vektor r, also den Abstandsvektor hier von
den Punkt x gleich d, y gleich 0 reingeschrieben. Ich muss das noch als Einheitsvektor, weil ich nur die Richtung brauche, hier reinpacken. Das mache ich hier durch ein x Quadrat da unten drunter. So, das ist alles. Ich schreibe der Vorsichtshalber hier noch ein Minus hin, weil wir hier Lambda gleich Lambda negativ nehmen, ne? Also minus Lambda. Minus Lambda. So, damit wäre das Wesentliche erledigt. Wir können jetzt noch reinschreiben, was ist denn jetzt das gesamte Feld? Gesamte elektrische Feldstärke Nun, das ist natürlich einmal die Feldstärke des unverschobenen Dings plus die Feldstärke des verschobenen und negativen, ne? Minus Lambda verschoben. Also hätten wir hier jetzt E gesamt. Das wird jetzt ein bisschen lang. Gleich, ich mache wieder dasselbe. Ich brauche eigentlich nur das Feld, das davon nach außen geht, 2pi epsilon 0 mal x y 0, einfach nur Vektorrechnung durch x Quadrat plus y Quadrat. Ich lasse auch gleich das Wurzelquadrat dann weg. Das ist ja Quatsch, das zu machen, nicht? Minus x minus d y 0 durch x minus d zum Quadrat plus y Quadrat. So, auch da habe ich natürlich das Quadrat wieder weggelassen. Und Sie sehen ja hier oben, ich male es mal dahin, hier eine Wurzel und da dann das Quadrat dran zu schreiben, macht natürlich wenig Sinn, weil das dann am Ende natürlich wieder weggeht. So, ja, das ist eigentlich schon alles. Was uns meist interessiert, ist auf der x-Achse. Also y gleich 0. Ja, dann machen wir das da einfach y gleich 0. Und dann sehen wir sofort, e gesamt ist gleich Lambda durch 2 Pi epsilon 0 x 0 0 durch x Quadrat. Ich schreibe das tatsächlich so, sperre ich jetzt mal kurz noch hin. Minus x minus d 0 0 durch x minus d Quadrat. Und das können wir jetzt noch ein bisschen besser zusammenfassen, weil wir natürlich jetzt wieder kürzen dürfen. Also Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal, ich nehme auch nur die Komponente x, Entschuldigung, ex. Wir haben ja in y-Richtung und in z-Richtung keine Komponente, was eigentlich relativ logisch ist. Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal, und jetzt wird es wieder ganz einfach, 1 durch x minus 1 durch x minus d. So, damit könnte man jetzt das elektrische Feld sofort bestimmen. Einzig bisschen unschön ist, dass wir hier als Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 stehen haben, was uns nicht so richtig gut gefällt, weil woher wollen Sie das Epsilon kriegen? Schauen wir uns mal kurz das Feld hier oben an. Da sieht man tatsächlich, ich nehme mal die andere Darstellung hier etwas größer, da sieht man tatsächlich hier in der Mitte ist das Feld tatsächlich rein vertikal. So, hier ist das Feld nur in diese Richtung hier gerichtet. Wir haben keine gekrümmte Komponente oder sowas. Es gibt da nur eine X-Komponente und zwar in dem ganzen Bereich, also auch hier nur. Also insofern, das macht Sinn, dass wir das so gemacht haben. Gut, so, schauen wir uns noch das Potenzial an, was hier an der Stelle rausgegriffen wurde. Das können wir uns auch gleich kopieren und mitnehmen. So, da ist es. Eine Ladung. So, was wir jetzt wieder machen, ist nur auf der x-Achse. Das heißt, die Abschnitte hier R2 wird zu x2 und R1 wird zu x1. Und dann ist insgesamt Phi 1, 2 gesamt gleich Lambda durch 2pi epsilon 0 mal, ich baue wieder alles zusammen, ln x2 durch
x1 und jetzt kommt die negative Linienladung noch dazu, der Einfluss davon. Dann haben wir hier x2 minus d durch x1 minus d stehen. Das kann man ganz wunderbar zusammenfassen hier. Na wunderbar, vielleicht hilft es einem, vielleicht auch nicht. Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal Ln. Und jetzt wird es ein bisschen größer. x2 durch x1 mal. Und dann müssen wir den Kehrwert dann noch anmultiplizieren. x1 minus d. Und hier ist es x2 minus d. So. Das ist zunächst mal das. Das hilft uns jetzt aber auch nicht so richtig viel weiter, weil da nämlich ziemlich blöde Werte drin stehen. Damit könnten wir jetzt natürlich, wenn wir Lambda durch 2 Pi Epsilon kennen, ohne weiteres bestimmen, wie das die Potentialunterschiede zwischen zwei anderen Punkten auf der x-Achse sind. Das ist aber vielleicht gar nicht das, was wir wollen. Also müssen wir uns noch was anderes überlegen. Nämlich, sagen wir doch einfach mal, wir haben zwei Linienladungen. Und dazwischen ist die Spannung U. Heißt so viel wie, wir kennen die Spannung hier von dem Ding und wir kennen die Spannung hier von dem Ding da. Und dazwischen muss dann natürlich die Spannung U sein, mit der könnten wir jetzt ja wunderbar arbeiten. So, wenn wir das aber machen, dann stellen wir fest, wir müssten jetzt ja eigentlich integrieren oder einsetzen. x1 gleich 0 und x2 gleich d und das führt zu einem Desaster, weil das mit dem Logarithmus nicht mehr geht. Wir kommen dann auf unendlich. Oder die Linienladungsdichte geht auf 0. Das kann man sich denken, wie man möchte. Also müssen wir noch einen anderen Ansatz wählen. Wir wählen nämlich den Ansatz, dass wir hier einen endlichen Radius haben. Den nennen wir mal A. Der Linienladung. Die sind jetzt also gemogelt. A. Und wir befinden uns bei 0. Und bei d. Und dann müssen wir nämlich integrieren hier von x1 gleich a bis x2 gleich d minus a. Und das setzen wir einfach ein und bekommen hier raus. So. Phi 1, 2 gleich. So, ich schreibe es nochmal drüber. x1 gleich a, x2 gleich d minus a, phi 1, 2 gleich u, also u gleich lambda durch 2 pi epsilon 0 mal ln. Ja, dann haben wir hier d minus a mal d minus a, also d minus a zum Quadrat durch x1 ist a, x2 ist d minus a durch a Quadrat. Genau, so. Dieses Quadrat können wir jetzt vor die Klammer ziehen. Also ich schreibe das ganz bewusst so, dass man das in Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 hier noch hat, mal ln d minus a durch a oder auch gleich, damit das alles schön untereinander bleibt, 2 mal Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal ln d durch a minus 1. Wir können davon ausgehen, dass der Abstand der beiden d sehr viel größer als der Radius ist. Das würde ansonsten alles wenig Sinn machen, nicht? Insofern ist es erfüllt, dass der Logarithmus natural ist, das Argument davon positiv ist in jedem Fall und wieder auch einen sinnvollen Wert rauskriegen. Jetzt können wir auflösen und können einfach sagen, daraus folgt, oder es ist äquivalent, Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 ist gleich U halb durch 2 mal ln d durch a minus 1. Auch das ist schön. Und wir kommen auf die Art und Weise darauf, dass das elektrische Feld E gleich, ja, durch das Lambda 2 Pi Epsilon 0 setzen wir ein, U durch 2 ln d durch a minus 1 mal 1 durch x minus 1 durch x minus d ist. So, wenn wir das haben,
dann können wir jetzt auch, wenn wir die Spannung kennen und die ansonsten die geometrischen Verhältnisse kennen, hier für das elektrische Feld sinnvolle Werte rauskriegen. Jetzt weiß man zum Beispiel, das ist eine Hochspannungsleitung mit 200 kV oder 400 kV oder wir haben ein Fahrdraht mit 15 kV oder 1000 Volt oder so. Und damit könnte man rechnen. Das machen wir in einem anderen Video. Mir ging es jetzt hier nur darum, diese Formel herzuleiten. Ich werde auch von niemandem verlangen, dass er diese Buchstabengeschubse wirklich kann und selber auf die Lösung sicher kommt. Aber die Formel als solche kann man natürlich verwenden und kann damit dann auch irgendwie arbeiten und Ergebnisse damit erzielen.